Hello Party People, welcome to Stream Inc. Willkommen zu Stream Inc. Heute geht es weiter mit Call of Duty 2 auf dem PC, nicht auf der PS3, wie es mir gerade schon auf der Zunge lag. Und wir sind bei der amerikanischen Kampagne angelangt, das heißt, wir haben die russische und die englische bereits durchgehauen und wir befinden uns so ziemlich auf der Zielgeraden, würde ich behaupten. Und wie weit wir heute kommen, wie viele es da alles geben noch, wie viele Teile es heute noch geben wird, erfahren wir. Vielleicht heute ist es der letzte, vielleicht ist es auch der vorletzte oder vielleicht ganz anders. Sagen wir einfach mal Start und gehen zur nächsten Mission. Ist auch gut. Das ist kurz am Ende der letzten Mission abspeichert, nur um dann in die nächste zu gehen. Und ich freue mich auf die Sieht aus, als wären da vorne noch ein paar Nebelwerfer. Aber bislang kein Sichtkontakt. Ich habe nach Nachtsieger jenseits der Ecke gesehen. Rechnet mit mindestens zwei Mann und ein paar MG-42ern. Was ist der Plan, Sarge? Ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer. Garcia, Hawkins, ab nach links mit Rossetti und Jones. Der Rest folgt mir zu der rechten Flanke. Ich will Granaten, sobald wir in Reichweite sind. Brevin, McCloskey und Taylor, bleiben Sie zurück und sorgen Sie für Deckung. Haltet uns die Deutschen vom Hals. Okay, vorrücken und auf mein Zeichen warten. Okay. Was haben wir denn so für Waffen? Silver und Springfield. Yay, Springfield! Alright. Und ich habe zurzeit einige Spiele im Petto, viele Ego-Shooter, denn ich bin zurzeit so ein bisschen auf den Ego-Shooter zurück wieder mal und hab Bock auf coole Action. Krasky, na los! Je krasser, desto besser. Man lässt sich ja relativ realistisch. MG42! Feindliche Verstärkung auf 11 Uhr! Feindliche Infanterie auf dem Weg zur Flak! So, schalten wir die Messer. MG42! Im Fenster! MG42! Im Loch der Ecke! Am Haus! Im Loch in der Ecke. Du mich auf. Leute, ich hab erstmal noch so ein bisschen Unfall. Selber, ich hab gleich keine Kaliber 30 mehr. Ich habe selber Probleme. Wo ist der Munitionsvorrat? Ich dachte, Sie hätten. Wer steht denn da hin? Verdammt, Luis, McCloskey. Wir wollen Sie den Kompanie schützen. Ich halte muss das Sie dafür ein paar Hühner treffen. Private Brayburn. Brayburn, Sie haben diese Munition auf der Straße liegen lassen. Gut, dass Ihr Kopf angewachsen ist. Hawkins, Garcia. So, lass mal nachladen. Aber ich glaube, wenn wir da nicht selber vorbeikommen, dann ist das hier klar. Ich bin auch noch nicht überlegen, ob wir World of War spielen. Weil ich glaube, der ist ja ein bisschen ähnlich und auch nicht so gut. Da weiß ich mal, dass der geschnitten ist. Ich weiß noch nicht, inwiefern das Gameplay beeinflusst. So, wir sollten uns aber. So, wechseln wir. Wow. Alter. Amerikanischer Scharfschütze! Oben im ersten Stock! Mit mir kommen! Feind am Boden! Spiel bitte leiser! Moment! Feindliche Infanterieschuss! Auf der rechten Seite! Das Audio ist natürlich auch viel lauter gestellt, wie es sein sollte. So muss es eigentlich. Nämlich genau andersrum. Ich will eigentlich dieses Gewehr behalten, ich finde es eigentlich ganz lässig. Deutsche! Nahe der flachen
Ach komm schon. Morgen. Techniker war heute da. Morgen gibt es dann Enter the Dungeon. Alles klar, Hacknet. Deutsche Granate, los weg! Deutsche Infanterie! Hinter den Bäumen da! Schalte die Infanterie! Ja. Hinter die flache Mauer! So. Deutsche Granate! Seite der Infanterie! Nahe der flachen Mauer! Oh, von hinten? Bam! Geht ja gar nicht. So, wer braucht schon eine Pistole, wenn er ein Maschinengewehr haben kann? So brauchen wir Rauchgranaten. Eine nach dem anderen. Ich sichere einfach Stockwerk 1 und 2 gleichzeitig. Moment. Ah, scheiße. Der hat mich nicht durchgelassen. Die dumme Sau. Versuchen wir dieses noch einmal. Gucken wir erstmal hier durchs Fenster. Alter Verwalter. Hä? Mann. Wir müssen uns erstmal hier verschanzen. Ich kann ja nicht durch die. Doch. Lass mal hier alles killen. Guck mal. Die mit ihren Kackgranaten. Genau auf die Nüsse. Hat es überlebt. Gar nicht so viele Kugeln, wie es Deutsche gibt, habe ich so das Gefühl. Hier, ein Geschenk von der deutschen Armee. Amerikanische Deutsche! Oben im ersten Stock! Was ist die Granate? Aha. Erdgeschoss! Ja, das Feuer auf die Amerikaner richten! Mann am Boden! Da ist doch noch einer. Deutsche Infanterie! Erster Stock! Alter. Wechselt er nicht die Kackwaffe? Du schon wieder. Immer noch. Okay, neue Taktik. Wir gehen ganz schnell rein. Überraschen Sie. Sturmangriff. Spotlight. Das funktioniert nicht. Waffe wechseln. Alter, du hast ja aber auch. Du hast ja aber auch gar keinen Freiraum. So, nachladen. Eine Schrotflinte wäre wohl nicht schlecht. Alter! What? Das heißt einfach immer weiter auf der Lebensleiter. Ihr weiß zwar nicht, ob man hier von KI sprechen kann, aber es fordert mich. So, die Waffe, die finde ich ja ganz geil. MP44. So, liebe Leute, es kann weitergehen. Wow, 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 was war das?
So, ich bin in Sicherheit. Jetzt arbeiten wir uns vor. Scheiße, jetzt muss ich den schon nachladen. Scheiße. Oh nein! Ah ja, aber wenn der da auch in der Tür steht. Ihr seid mir auch pfeifen. Ach komm schon! Renn mir halt immer vor die Flinte, bist du Freund? Alter, wie sie mit Granaten wieder schmeißen. Als wird's nix kosten. Oh, aber er ist eine harte Sau. Schmeißt die Dinger auch wieder zurück. Fliegt mir erstmal hier die Straße um die Ohren. Na komm. Das hat er sich aber so lange Zeit gelassen. So, erstmal hier Sense auspacken. Alter, für das, dass es so eine große Waffe ist, hat er aber nicht sonderlich viel Munition in einem Magazin. Das sieht gut aus. Oder Stockwerk gesichert. Okay, dann mal weiter ins nächste Gebäude, ne? Ich brauche doch keine Rauchgranate, liebe Leute. Ich bräuchte hier nur mal eine Tür. Komme ich hier durch? Yes. Munition brauche ich auch. Wozu brauche ich dann? Lasst ihr mich mal mit euren Granaten in der Ruhe. Gehen wir schon genug Granaten auf den Sack. Ach, scheiße. Ungünstig. Schießt. Schuss hat das Ding nur. Das sieht aus wie ein schweres Maschinengewehr. Es hat sogar ein Zweibein. Unser. Hä? Hier habe ich doch gesichert. Wie kann da immer noch jemand von noch schießen? Hammer's jetzt. Deutsche Infanterie! In der Nähe des Holzstapels! Gute Arbeit! Ziel erfüllt, alles klar. Abrücken. Hammer's jetzt geschafft, liebe Leute. War gar nicht so schwer. Ausgesichert! Weiter! Feindliche Truppen! Mauer! Schaltet die Infanterie! Wir brauchen mehr Tarnung! Eine Rauchwand! Benutzen Sie die Rauchkanone! Mit euren Rauchwänden. Kriegt ihr denn einen platt, ja? Mann am Boden! Ja, ich wollte sprinten, da ist er mir einfach in die Waffe gelaufen. Gut oder böse? Böser? Gut. Noch einen zweiten Eingang. Nope. Alter,
lang haben die gebraucht, um zu explodieren? Sichert die Räume eine nach dem anderen. Alles klar. So. Wer auch diese Scharmütze erfolgreich beendet. Alle zu mir zurück. Sammeln. Corporal Taylor, mit Brabham und McCloskey rauf auf den Silo. Halten Sie nach Gegenangriffen Ausschau. Alle anderen bezieht sofort Posten im Randbereich und bleibt wachsam. Spiel gespeichert, das hat man noch gern. So. Auf geht's. Ich möchte hier hin. Soll ich da hoch? Sieht so aus, als sollte ich in dieses Silo. Na, so. Schütze. Schütze. Ich nehme an, das hier ist meins. Brauche ich aber gar nicht. Ich habe mein eigenes dabei. Und jetzt? Ich muss es aufnehmen, oder? Da kommen sie! Deutscher Gegenangriff! Wo? Wo? Ribbon! Ich verstehe. Ich mach schon Zorn! Baker 6, hier ist Dog 5. Ziel eingenommen bei Sammelpunkt Echo. Feindliche Infanterie greift verstärkt an. Brauchen weitere Verstärkungstruppen. Ende! Dog 5, hier Baker 6. Es sind ein paar Shermans zu Ihnen unterwegs. Sollten in 5 Minuten eintreffen. Ende! Ganz ruhig, Dog 5. Verteidigen Sie die Stadt, bis Sie abgelöst werden. Bitte! So, zwei mit einem Streich. Zwei mit einem Streich. Alter. Das läuft ja. Habe ich eigentlich keinen Ansager? Das ist aber fein, nicht realistisch. Ja. Er stirbt nicht. Ach doch. Er war sich nur noch nicht einig. Da guckt er blöd, ne? Im Süden. Nix gibt's. Ich sehe alles. Naja. Es bringt aber auch jeder Deutsche ganz ordentlich seinen eigenen Mörser mit. Den Feldern sind sie aber ganz gut getan, tatsächlich. Noch 37 Sekunden. Uiuiui. Ob das eine knappe Geschichte wird? Nicht wirklich. Oh, da stellt er sie doch wieder auf. Immer mit eurer flachen Mauer. Das ist ja fast so wie langer Gang. So, Schicht im Schacht. Wo? Wo? Aber das hat er doch gesagt, dass er Shermans schickt. Sieg! Gar kein Problem, liebe Leute.
Ach, guckt euch das an. Spielende. Sehe ich das richtig? Trupp, bei mir formieren, schnell! Das ist mir jetzt zu stressig, Sir. Dann hetzen wir uns jetzt halt da runter. Nein! Schade. Hier, ich will. Aha. Na, da müssen wir hin. Hüpf. Nicht so eigentlich. Oh. Lass mich raten, jetzt kommt so eine ich sitze auf dem Panzer Geschichte. Alle Sektoren sichern. Wir treffen uns in einer Stunde hier. Wegtreten. Achso, das war's schon. Na dann, auf zur nächsten Mission. November 11, 1944. Nur ein paar Meilen östlich der amerikanischen Landestrände in der Normandie kämpfen die Einheiten des britischen Commonwealths um die Einnahme der Stadt Caen. Hier müssen sie sich der überlegenen Feuerkraft der Elitepanzerdivisionen entlang der deutschen Verteidigungslinie stellen. Um die Oberhand zu gewinnen, werden die Veteranen der Desert Reds der 7. Panzerdivision entsandt. Ihre Mission: die Westflanke der deutschen Verteidigung zu durchdringen und einen Zugang zur Stadt Caen freizuräumen. Caen. 14:30. Caen, Frankreich. Teils bedeckt. 20 Grad. Das ist eine sehr wichtige Information. Zwei die Straße lang und greift die Deutschen von rechts an. Wir helfen ihnen, indem wir durch den Obstgarten gehen und die Deutschen gut beschäftigen. Los jetzt! Ach, hier ist er wieder. Captain Price. Der Mann, der nie alt hat. Ich renn einfach vor, ist das okay? Interessieren sich gar nicht für mich. Captain. Eieieiei. Jetzt, wo ich gerade mir bewusst geworden ist, dass es eine dumme Idee war. Hier, die Engländer. The Englishman. Totaler Fehler. Alter. What? Neuer Plan. Los, los, los! Die Engländer sind hier. Feindliche Infanterie! Kommis, neben dieser Mauer! Er braucht Hilfe, er wurde getroffen! Alter! Vier fucking Granaten! Vier! Los, los, los! Ah! Na los, deutsche Truppen! Nahe der flachen Mauer! Neben dieser flachen Mauer da drüben! Dark Souls Style! What the fuck? So einfach geht es nämlich.
kann sich besser um das entgehen. Oder es ist aus. Los doch! Wir müssen sie aufschalten! What? Was? Hinter uns? Verstehe. Huch! Huch! Alles cool. Okay. Erster Stock sicher, Sir. Da auch irgendwo weiter oder hüpfen wir da einfach jetzt raus? Ich kenne das Spiel schon. Einfach hier immer weiter gefreitern, dann ist es prinzipiell alles kein Problem. Man schießt ab und zu in die richtige Richtung. Wo werde ich da dann schon wieder beschossen? Na, ihr wieder. So, auch dieses wäre erfolgreich erledigt. Lass mich raten, da wo das MG-Nest ist. Oh shit. Okay, neuer Plan. Die sind wie eine Hydra in dem Spiel. Guckt euch das an. Alter. Okay, wie kommen wir da hoch? Wie schalten wir den aus? What? Hä? Verstehe. Sanitäter!
Das sieht doch gut aus. Wow. Unsere Leute sind nicht so sonderlich schnell vorgerückt. Okay, das sieht gut aus. Es läuft doch, aber wir haben nicht mehr viel Munition. Zeit für eine neue Waffe. Ja, die ist doch gut. Oh, zwei Schuss. Immer schön nach vorne pushen. Auch hier sieht es aus, als hätten wir alles geschafft. Oh, wunderbar. Okay, wo geht's weiter, Leute? Aha. Hier? Hier. Das hat er mir ein bisschen zu spät gesagt. Wo sind hier Verletzte? Nicht feuern, Jungs. Falle! Feuer einstellen, das ist dein Befehl. Was immer Sie sagen, Sir. Okay. Heute geht's ja mal wieder richtig ab im Chat. Kommen Sie. Erinnern Sie sich noch an den deutschen LKW im Osten? Sicher, Sir. Reparieren Sie ihn und bringen Sie ihn hierher. Ich komme kaum mit dem Lesen hinterher bei euch. Die ganzen Amis zu transportieren. Mach ich, Sir. Davis, Sachen prüfen. Ich sehe schon, ich kann die Streams unter der Woche knicken. Das lohnt sich ja fast nicht. So. Das war's? Können wir gehen? Sind wir hier fertig? Ja? Sind wir fertig? Ja? Dann gehen wir. Ich gehe wieder. Wir sehen hier mal aus, ne? Ja. Hier, nehmen wir mal die Waffe mit, die haben ein bisschen mehr Munition. Na, hier weiter? Hier? Nein? Nein? Okay, dann geh ich wieder. Hier bleibe ich wieder zurück. Na, dann gehen wir mal wieder. Das sagt mir aber wieder keiner, was ich hier irgendwo lang soll. Na, habt ihr die Tür gesehen? Ist das hier vielleicht eine Tür? Hier eine Tür? Ist das eine Tür, die aufgeht? Geht die Tür auf? Ne? Dann muss ich mit dir sprechen. Mit dir. Hallo? Hallo? Was ist das? Muss ich? Ich nehme mal nicht an, dass ich dich kaputt machen muss. Wo geht es hier weiter? Nehmen wir eine Karte? Vielleicht eine Karte? Nein? Nehmen wir eine Karte? Vielleicht ein Loch im Zaun? Ein Loch im Zaun? Hier geht es scheinbar nicht weiter. Ich gehe mal wieder zurück. Gut, gut. Hier hin vielleicht? Vielleicht? Oh, da? Aha. Wieso kommen da Leute? Es sind die Briten! Es sind die Briten. Los doch, wir müssen sie ausschalten. Ich gehe einfach mal hier dran vorbei. Oh. Das hat man davon, wenn man die Leute verschont. Sind wir jetzt hier Special Weapons and Tactics? Okay. Aber mein Kollege gefällt mir. Der scheint, als könnte was reißen. Ich glaube, wir sind hier richtig. Und so gingen sie einen langen Weg. Zu wenig Themen, oder? Über was wollen wir denn quatschen? So, ich bin hier. Also, ich bin hier. Aha, F. Okay. Hm. Sieht noch intakt aus. Ach was. Die Deutschen waren sogar so nett, uns noch Treibstoff dazulassen. Gut, ein Thema. Ich gebe euch mal ein Thema vor. Wie wär's denn mit...
Fast hätte es geklappt. Was haltet ihr jetzt genau? Fast aktuell. Heute geändert, habe ich gesehen. Die Tracer-Pose von Overwatch wurde geändert in eine Pin-Up-Pose, wo ich gedacht habe, okay, sie lassen einfach eine Rückenansicht komplett weg. Aber nö. Oh, ich habe nicht unendlich Munition. Danke, danke. Dann machen wir das doch so. Und mir geht es ehrlich ein bisschen auf den Sack mit dieser ganzen Sexismus-Schiene. Wollen wir denn irgendwann mal da sein, dass wir irgendwelche hässlichen Charaktere, ob Männlein, ob Weiblein. Ich meine, bei Männern gibt es ja schon, dass man irgendwelche ekelhaften Typen spielt. Aber man will doch schöne Sachen sich angucken, oder? Und schöne Sachen designen. Also mir als Designer geht das auf jeden Fall so. Also warum nicht auch schicke Sachen machen? Und ob man jetzt den Hintern sieht oder nicht, dann sollten sie von vornherein ohne hautengen Spandex-Anzug zeigen. Wenn wir schon an der Sache sind, also wenn sie sich da Probleme machen. Und es ist doch auch total egal, man hat die Leute schon immer überidealisiert dargestellt. Und da sehe ich jetzt nicht ein, warum wir jetzt anfangen müssen, uns dafür zu rechtfertigen. Wie, der ist einfach zu dick. Muss zurück. So. Ich auch nicht. Gute Arbeit, Davis. Ich schulde Ihnen was. Ja, ein Bier und ein paar Pommes. Aber ich mag dieses kleine Dreieck da. So. Okay, Jungs, der LKW ist hier. Laden wir sie auf. Ich könnte euch einen Link schicken. Geht einfach mal auf Polygon. Die Seite, die ist ganz cool für irgendwelche Gaming-News, Reviews. Kommt gleich bei mir nach IGN oder All Games Delta. Gott sei Dank geschafft. Und was mich tatsächlich überrascht, dass sich keiner über Linky oder Linkling beschwert hat. Das ist ja Fanservice ohne Ende. Du hast einen weiblichen Link 1:1. Ich meine, das gab es auch schon früher in irgendwelchen Transgender-Geschichten, auf irgendwelchen Pornoseiten. Aber jetzt haben sie es ja komplett nochmal gemacht und offiziell. Und ich überlege mir sowieso immer wieder, wenn ich auch so Sachen wie jetzt in Zoomania angucke, mit Judy Hopps, einem Hasen. Ich meine, als Macher, ob man da irgendwie im Nachhinein guckt im Internet, ob es, ich meine, es ist nicht schwer zu finden, irgendwelche Porno-Versionen davon gibt. In irgendeiner Form. Ich meine, es gibt von alles eine Porno-Version. Es gibt sogar von Chinchan Porno-Versionen. Was schon ziemlich komisch ist, weil das jetzt nicht gerade die Sendung ist, die für, wie sagt man, mir ist das Wort entfallen, nicht für Schönheit, das ist nicht das so richtige Nomen, naja, aber für schöne Charaktere steht. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Uiuiui. Hallo. Ich muss mal hier hoch. Schalt mal den Panzer aus. Ja, nicht so leicht als das. Ich nehme mir einfach hier diese. Na? Nehme ich mir da mal einfach. Moment. Was ist das denn jetzt hier von der Party?
und keiner sagt mir Bescheid. Können wir auch mal da diese durchlesen. So, versuchen wir jenes nochmal. Hier ist die Toilette, hier bin ich falsch. Alles klar. Ja, ja. Euch Nasen kenne ich schon. Das waren drei. Es werden immer mehr, habe ich so das Gefühl. Darf ich jetzt mal? Wo ist er denn? Ich muss den nachladen. Das war so klar, dass man da nicht ordentlich aus dem Fenster ballern kann. Ja, willst du auf die Fresse? Hier schieße ich den hier an. Hast du jetzt davon? Krieg ist nicht schön. Da kriegt man manchmal auch... Kriegt man manchmal auch in die Eier. So ist es halt. Da kann man nichts machen. Ja, ja. Das ist einfach so. Dann machen wir nach. Warten kurz. So. War doch gar nicht so schwer. Wann hat der drei Treffer gebraucht? Das ist voll unrealistisch. So. Gebäude links. Alter. Alter, ich bin hier falsch. Das hat man davon. So. So. Ich sehe schon, die richtigen Seiten wurden auch schon von Budanski geschickt. Also könnt ihr euch da austoben. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang, weil da ist irgendwie ein bisschen mehr Schutz. Ist auch echt ein bisschen dunkel gerade. Naja. Ich meine, was soll aus dieser Welt noch werden? Sie ist voller Gewalt und Sex mittlerweile. Moment. Die Welt war schon immer voller Gewalt und Sex. Nur gab es diese Medien nicht. Man musste alles noch in Stein hauen. Musste sich mit der Materie... Oh, fuck it. Genauso oft beschäftigen und so lange. Nur man hat nicht so viel... Was habe ich zu entscheiden? Guck mal, ich bin weitergekommen. Wo ich nur blöd durchgerannt bin. Versuchen wir das nochmal. Das hier ist eine ernste Stelle. Hä? Jetzt aus einer Richtung müsst ihr euch jetzt entscheiden. So, machen wir auch mal hier ein bisschen Granaten-Action. Einmal, zweimal. Jetzt macht da oben einer rein. Man lernt es ja immer so schön im Tutorial, dass man hier relativ zielgerichtet diese Granaten platzieren muss. Aber natürlich bei unendlich spawnenden Gegnern nutzt das nicht viel. Ich gehe hier rein. Alles klar. Ja, genau. Hauen durch die Wand. Captain Price ist an. Ist deswegen so erfolgreich in der Serie, weil er einfach Leute durch die Wand wegnockt. Die Kreuzung vor uns ist unser Ziel. Okay, Kreuzung vor uns Ziel. Ich kann hier in kein Gebäude. Oh nein, ein Panzer! Ich bin nicht vorbereitet auf diesen Panzer. Oder vielleicht doch? Ja.
Hatte ich zufällig noch dabei. Dachte ich mir, Junge, nimm's mal mit. Wer weiß, wann du es mal wieder brauchst. Und prompt habe ich es gebraucht. Ist hier links noch einer? Ach du. Ich brauche eine neue Waffe. Ihre Bürger verlangen nach Waffen. So, liebe Leute, auf geht's, auf, ab geht's. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier durch. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen hier hoch. Aber interessante Tapete muss ich ja sagen. Neben diesen Bäumen wird's was geben. Da kann es sein, dass die Deutschen stehen. Tommies! Uiuiui! Ey, sie werfen auch nicht eine Granate. Nee, hier! Kiste! Ich will auch Granate schmeißen. Zack! Oh, der hat den natürlich nicht rausschmeißen können. Hier, Granate. Hier, komm, alles was ich hab. So, ist nicht so geil, ne? Wenn man zugerotzt wird mit Granaten. Haben wir ja gut gemacht. Danke für die Hilfe, ihr da hinten. Dumm Wichser. Jetzt verstehe ich das auch. Nee, verstehe ich nicht. So. Was gibt's zu tun? Ich raff jetzt immer noch nicht den Gag von euch. Ihr seid einfach zu intelligent. Wo geht's hier weiter? Ich gehe wieder zurück. Und dann beschwert man sich bei Batman wegen Backtracking. Ich habe den Anschluss verpasst. Ach, da hinten. Dieser grüne Haufen. Hallo Leute. Wollen wir hier durch? Dobridge! Der ist gar nicht so. Dobridges sind gar nicht so cool. Wenn man durch die durchsehen kann. Wieso ist der jetzt so schnell explodiert? Granatsymbol. So, Dobridge. Wo ist meine Slow-Mo? Ich habe meine Rauchgranate geschmissen. Ist ein neues Modell. Hat unsichtbar auch immer Rauch. Warum? Ich stehe hinter der fucking Wand. So, Granate. Einfach hier durch. Wie schmeckt dir das zu deinem Tee? Wie schmeckt dir das zu deinem Tee? Oder den Spruch denn her? Listige Kriegssprüche? Vom Reklamverlag? Die 500 besten Sprüche, mit der sie ihre Gegner in die Knie zwingen. Präsentiert vom Reklamverlag. Die gebundene Ausgabe nur 1995. Die hier in Deckung. Nee, es sind wieder 100 Granaten. Chef, meine Arbeitsbedingungen, ich meine Sir, meine Arbeitsbedingungen sind mal wieder unter aller Sau. Dafür habe ich nicht unterzeichnet. So, wir rücken jetzt hier total cool vor. So, und sterben. Das Haus ist gesichert. Gut, jetzt überprüfen Sie den Stall. Nein, Link hat er nicht geschickt, aber hat den Namen genannt, liebe Leute. Das meinte ich.
Das kann man ja wohl noch in Google eingeben. Ich gehe einfach hier hin. Dann können sie mich mal an die Füße fassen. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr Affen, ne? Oh, damit habt ihr gerechnet. Ja. Und von wem ist das? Das Haus ist gesichert. Ja. Gut, jetzt überprüfen Sie den Stall. Überprüfen wir den Stall. Sergeant Davis, suchen Sie im Stall nach Funkgeräten und setzen Sie sie außer Betrieb. Deutsche Infanterie! Können wir auch von da hinten in den Stall? Scheinbar nicht. Nun gut! Gut, wir kommen von hier in den Stall. Hey Leute, was geht ab? Ich sehe die kaum. Ich finde, das habe ich sehr gut gemacht. Mal, kann ich auch scheiß Geschütz bedienen. Okay. Lustigerweise überhitzen hier die gar nicht. Bereit, wenn du es bist. Für was bereit? Verstehe, ich komme da nicht ran. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon, ne? Hinter den Bäumen da! Feuer öffnen! Deutsche! Bei den Sie haben uns festgenagelt. Wir sind die Typen mit den großen Geschützen. Da wundert es mich nicht, warum ihr so Probleme hattet. Wenn zwei Leute mit Pistolen euch festnageln, während ihr im Panzer sitzt. Immerhin die Kackdeckung bringt ihr mal was. Ich hatte schon härtere Tage im Krieg. Ja, vor allem, ich habe so das Gefühl, sie schießen uns von hinten ab. Was seid ihr eigentlich für Nasen? Ihr hattet einen Job. Ich mach das. Hey, wenn man sich aber auch um alles kümmern muss. Die 20 Leute, die hier rechts von mir stehen und die nur diese rechte Tür beschützen müssen, dass da keiner reinkommt, kriegen das nicht hin. Dann verlasse ich meine Position. Dann kommen sie natürlich von da. Gib euch, Mann. Hier, die schießen schon wieder. Wie kommen die hier rein? Könnt ihr nicht eure Kackläufer einfach Richtung Tür drücken? Kann doch nicht so schwer sein. Es ist wirklich zu viel verlangt. Ihr könntet blind sein und ihr könntet es schaffen. Und wieso sterbe ich jetzt? Ganzer Rotz von vorne. Dabei ist die Stelle nicht immer schlecht. Und durch die Unfähigkeit meiner Leute
wird es hier zur Geduldsprobe. Ja dann, nicht labern, schießen. Ach was. Ja, wenn ich wüsste wo, da kommt doch was. Ne? Haben wir es jetzt bald? Deutsche da draußen, habe ich noch nie gehört. Ist mir halt ganz was Neues. Wie nicht gehen? Sollen wir jetzt gehen oder laufen? Bin mir da uneinig. Captain Price, ich will Ihre Autorität nicht untergraben, aber ich traue Ihnen nicht. Ich behaupte, Sie arbeiten für den Feind. So, ich breche hier noch mal kurz ans Geschütz. Ach, jetzt kommst du auf die Idee. Und wohin ziehen wir uns zurück? Sagt uns Herr Professor Price das auch? Aha. Das hat sich ja gelohnt, sich dort hinzukämpfen. Und jetzt gerade wieder zurückgehen. Mann, oh Mann. So. Gut gemacht, Jungs. Wir eskortieren den Konvoi durch die nächste Stadt. Habt ihr gut gemacht. Wir haben nichts erreicht. Passen Sie daher auf. Abrücken. Die Popelsuppe hat scheinbar das Prinzip von Call of Duty verstanden. Das ist schön. Sonst noch jemand irgendein Schlauberger hier im Chat? Okay. So. Was haben wir denn noch als Waffe? Ah ja. Wieso spielen wir jetzt eigentlich wieder die Engländer? Ich dachte, jetzt sind die Amis und dann sind wir hier fertig. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 23 Uhr. Dann lasst es unsere letzte Mission sein. Oh, das sind Panzer. Ich halte mich mal zurück. Ihr macht das schon. Oh. Na, da danke ich doch. Wir haben ja einen super Panzer. Hier haben wir das Gewehr mit. Ihr macht das schon. Oh Mann. Davis, räumen Sie das Haus. Schlagen Sie die Deckung. Ja. Ich mach das mal. So wie immer. Ich find's gut, wie ich wieder nichts sehe. Englische Truppen. Da drüben, bei dem Schutz. Ein Truppenfeuer. Meine Tommy weniger, um den er sich sorgen muss. Ach, du gehörst gar nicht zu uns. Na dann, sei's drum. Gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit, ich? Nicht Männer. Ihr habt nichts gemacht. Arbeit, Männer. Ihr könnt ja nicht mal, guck mal, hier einfach in den Rücken schießen. Aber nee, ihr lasst ihn lieber entkommen. Gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit, Männer, sagt er. Sagt er schon wieder.
Noch nichts gerissen in dem Krieg. Die Engländer. Oh, hier, was geht hier ab? Oh, das war ein dicker Deutscher. Ein Wurstdeutscher. Aua. Schon wieder. Habt ihr aus eurem Fehler mal wieder gelernt? Jetzt tot. Ich weiß nicht. Hier, da war doch irgendwo eine coole Waffe. Sind wir jetzt Briten oder Engländer? Oh nein! So. Oh, die Waffe hat schon wieder keine Munition. Aber ist sie so cool? Lass uns mal zum B gehen. How come you are playing this? May I ask? Okay, an Ice Joker. Someone of my community had bought me this game and said, "You never played this game before? You're missing something. Here's the game, so you can stream it and play it." And I said, "Okay. I'm on it." And so I play it. And it's a good classic, I have to say. I hope your question is answered. Geh mal hier durch. So. Hui! Das war überraschend. Hier, Granate. Granate. Bam! Einer weniger. Aber wir haben immer noch Panzer über, ne? Alter. Notiert mich. Ha, da bin ich wieder. Noch einer, noch einer. So easy it is. There's not a problem. Ah ja, neue Panzer kommen an. Zack, tot. Weg. Der sich auf der Toilette versteckt. Das dachte ich schon, da liegt einer. Oh, die kam zu kurz, die Granate. Oh, ich war zu schnell. So. Hä? Aber haben wir das jetzt nicht gemeistert hier? Na, scheinbar nicht.
Boah, dann gehen wir nochmal da nach hinten halt. Mir doch egal. Und die Scheiße laufe ich nachher nicht nochmal zurück. Wen haben wir denn? Wer möchte denn hier noch Aufmerksamkeit? Bist du das? Wo kommt da diese Granate denn schon wieder her? Schon wieder keine Munition mehr für einen Scheiß. Keine Munition. Das ist schlecht. Ich möchte diese Waffe. Nehmen wir diese. So, jetzt aber. Freunde der Nacht. Top, die Wette gilt. Kenn ich. Boah, wo ist die denn? So. Hat ja doch keinen Zweck. Ist auch nicht richtig, hier einfach eine Kirche zu entheiligen, indem man sie so feinere verarbeitet. Ja Leute, am Samstag, den ist der 9. oder 8. kommt das große Community Competition. Na, ob es groß wird, weiß ich nicht. Aber da könnt ihr Vorschläge machen, was wir spielen wollen. Ich werde den Stream nebenher laufen lassen, um euch wenigstens auf dem aktuellen zu halten. Ihr könnt euch untereinander, ihr könnt euch mit mir verabreden. Ups, das ist einer von uns. Und dann spielen wir die verschiedensten Spiele, worauf wir Bock haben. Ihr könnt schreiben, worauf ihr Bock habt. Vieles gibt es schon. Alles werden wir nicht schaffen, so viel kann ich schon mal sagen. Martin wird mitmachen und im Bereich Rundenstrategie, Echtzeitstrategie die Fahne hochhalten. Bist du Feind? Ja. Und da können wir zusammen ein bisschen Spaß haben. Um 18 Uhr geht's circa los, je nachdem wie die Technik ist. Und wer mit uns quatschen will, kann das gerne über Skype tun. Die Skype-Zugangsdaten bzw. die Nummer bekommt ihr dann an dem Tag. Wer hat mich erschossen? Vielen Dank. Ah, Kackgranaten, Mann. Feind, du bist Feind. Feind, du bist Feind. Seid ihr Feinde? Ich schieße einfach mal in die Länge. Wird schon richtig sein. Eine Feuerbasis, hat er gesagt. Ja, ich hab's doch gehört. Wie wär's, wenn wir die Scheiße einfach stürmen würden? Feuerbasis, Mann. Feuerbasis, hat er gesagt. Hier! Sie alle erstmal einen Schritt zur Seite gehen. Gar nicht so viele Kugeln. Na komm schon. Jetzt rennt der weg. Was glaubt er eigentlich, dass er ist? Was ist mit dir, Price? Du guckst wieder nur um die Ecke. Um die Ecke denken ist ja schön und gut. Du bist tot. So. Jetzt guckt er da schon wieder um die Ecke. Haben wir es jetzt? Vielen Dank. Die Leute in Defensivposition bringen und Waffen und Munition sammeln. Ach ja. So. Mission fortsetzen. Das soll es aber dennoch erstmal gewesen sein. Von Call of Duty 2. Was wir nach einer kurzen Werbung gleich spielen werden, könnt ihr entweder in den Chat schreiben. Und wenn mir das gefällt,
werde ich sie spielen oder ich suche mir jetzt was anderes aus, denn ich habe ein bisschen was im Petto. Und man sieht sich jetzt gleich wieder nach einer kurzen Pause.